Breaking News, meine Freunde, es hat sich angebahnt. Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainer Oliver Glasner. Die Entlassung von Oliver Glasner und der damit einhergehende Trainerwechsel ist eben jetzt, wie die Bild berichtet, beschlossene Sache. Alle Infos jetzt dazu, wann es denn soweit ist, dass man das Ganze offiziell kommuniziert und wer dann möglicherweise auch der Nachfolger wird, erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo für den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es ist eine Hiobsbotschaft für wahrscheinlich alle Fans von Eintracht Frankfurt oder vielleicht auch alle Fans von Oliver Glasner. Aber man muss es ganz klar so sagen, sie sind die drittschlechteste Mannschaft in der aktuellen Bundesliga-Rückrunde. Und es hat sich jetzt ja auch schon so ein bisschen über die letzten Tage abgezeichnet, dass Oliver Glasner wahrscheinlich keine Zukunft bei den Hessen hat. Aber wie geht es denn jetzt eigentlich mit dieser Entlassung weiter? Es soll jetzt so sein, dass in den nächsten Tagen ein Treffen des Sportvorstandes rund um Markus Krösche stattfinden soll und dort soll geklärt werden, ob Oliver Glasner eben sofort geht oder sein Team quasi noch bis zum Ende der Saison trainieren darf und damit auch das DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig am 3. Juni betreuen darf. Aber die Entscheidung, dass er eben geht, die ist schon fix. Er soll den Verein verlassen. Nach dieser Saison oder zur nächsten Saison wird definitiv ein anderer Trainer kommen. Das Einzige, was noch unklar ist, ist eben der Zeitpunkt, an dem man sich jetzt quasi von ihm trennt. In der Bundesliga, da hat man es eigentlich mit den europäischen Plätzen so gut wie schon verkackt, muss man einfach so sagen. Man kann eigentlich nur noch über den DFB-Pokal reinrutschen. Aber mal ganz ehrlich, bei der aktuellen Form von beiden Mannschaften, da kann ich mir ganz schwer nur vorstellen, dass RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt verliert. Wobei man sagen muss, mit, keine Ahnung, 50.000 Frankfurt-Fans im Stadion in Berlin ist das natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Aber wie gesagt, offen, ob eben Oliver Glasner dann daneben stehen wird. Aber wer wird denn jetzt potenziell ein Nachfolger? Da soll sich die SGE-Führungsetage schon länger mit beschäftigen. Der potenzielle Nachfolger soll Matthias Jaissle vom RB Salzburg sein. Darüber hatte ich auch schon mal ein separates Video gemacht. Man müsste ihn quasi auch erst aus seinem Vertrag rauskaufen, wäre aber wahrscheinlich nicht so teuer wie beispielsweise irgendeine andere Top-Lösung. Aber man wird sich wahrscheinlich erst in der Sommerpause mit einem potenziellen Nachfolger beschäftigen, weil erst dann wird zur neuen Saison definitiv ein neuer Mann an der Seite stehen. Möglicherweise übernimmt der Co-Trainer halt oder sonst irgendein Trainer interimsweise bis zum Saisonende, falls man sich entscheiden sollte, Oliver Glasner sofort zu entlassen. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt, wann diese Entlassung stattfindet, ist noch nicht ganz klar, aber dass sie stattfindet, ist klar. Was haltet ihr davon? Die richtige Entscheidung oder die falsche? Eure Meinung gerne in die Kommentare.